Moin von Horst. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Chiara und wir zeigen euch heute, passend zur kommenden Outdoor-Saison, ein DIY mit einem Autoreifen. Dafür braucht ihr gar nicht so viele Dinge. Ihr braucht klar den Autoreifen, zwei Spanplatten, die auf das Loch eures Autoreifens passen, eine ganze Menge Seil, außerdem Heißkleber und ein paar Schrauben. Also, let's go! Wir beginnen damit, unsere zugeschnittenen Spanplatten fest mit unserem Autoreifen zu verschrauben. Nehmt also hierfür die Schrauben zur Hand, am besten einen Akkuschrauber, wenn ihr einen habt. Ansonsten tut es auch ein Handschraubenzieher. Wenn ihr beide Seiten fest mit dem Reifen verschraubt habt, kommt auch schon das Jute-Seil ins Spiel. Heizt also die Heißklebepistole vor. Ihr beginnt in der Mitte und bringt das Jute-Seil schneckenförmig auf dem Sitzpuff an. Fixieren tut ihr alles mit Heißkleber. Wenn ihr dann alles fertig umwickelt habt, ist euer Sitzpuff auch schon fertig und ist eigentlich bereit, damit euren Balkon, eure Terrasse oder einfach euer Zimmer zu schmücken. Solltet ihr das Ganze nachmachen, markiert uns gerne bei Instagram @HorstDIY. Wir wünschen euch viel Spaß beim Horsten.